Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ATS mit der neuen Version 1.45. Yay! So, wir haben unseren guten alten schicken LKW. Von denen haben wir ja noch ein paar, ne? Die anderen Mitarbeiter, die haben den ja, glaube ich, sogar. Ja, hier, guck mal. Die anderen haben den ja sogar. Das Modell. Lol. Okay. Wobei der natürlich hier mit dieser, ich sag jetzt mal, Semi-Militär, also ist natürlich nicht Militärlackierung. Die sieht aber schon so aus wie so eine technische Militärrichtungstechnische Lackierung. Schon mal mit den ganzen Nummern da drauf. Das findet man ja im privaten Raum eher selten, sondern das hat man ja eher im, ja, da wo du halt irgendwo Rechenschaft ablegen musst, diese ganzen Bezeichnungen drauf und sowas alles. Von daher würde ich schon eher sagen Richtung Militär. Vor allen Dingen ist das halt auch typisch von der Farbe her, von der Farbgebung. Schon nicht schlecht. Schon echt nicht schlecht. Nitrocellulose. Okay. Die geht bestimmt ab wie Schmitzkatze. So. Bop und bop. Und, ey, guck mal, der da hinten hat die gleiche Firma wie wir. Not bad. Was haben wir denn für Felgen drauf? Ich dachte mal, diese ganzen LKWs, die wir in den Missionen bekommen, haben immer diese Standardfelgen drauf, so wie die Auflieger hier hinten. Diese ganz normalen Urstandardfelgen. So, naja, dann wohl nicht. Cool, halt, ich wollte das. Okay. Fahren wir da hinten raus, dann haben wir ein bisschen bei der Kreuzung ein bisschen mehr Platz und müssen natürlich so über die Kreuzung komplett so rumeiern, wie ich gerade eben bei der vorigen Folge. So, und es wird tatsächlich wieder eine Nachtmission. Ich dachte vorhin, wo wir bei uns in der Garage geschlafen haben, würden wir damit den gesamten, also mit, würden wir diesen Zyklus durchbrechen. Aber leider nicht. Dieser rote Buggy, der vor uns fährt. Mit so einem Wagen könnte ich gar nicht fahren. Also, ich meine, klar, dass der, also so eine Seitentüren, die nur so halb hoch sind, ist klar, weil er hat da kein richtiges Überdachung oder ähnliches. Von daher, Türen voller Höhe muss definitiv nicht sein. Aber so komplett ohne Fahrradtüren würde ich mich persönlich nicht wohlfühlen. Eigentlich nicht wirklich. Ich meine, klar, wie gesagt, wenn du so durch sehr heiße Gebiete fährst und so, ist das natürlich gut für die, ich sag jetzt mal, Lüftung. Weil, ne, da kommt natürlich an deine Beine der gesamte Fahrtwind. Aber halt abgesehen von dem Fahrtwind
würde mich für so städtische Fahrkomfort und so würde es mir nicht so wohl sein, weiter gehen. Was? Ja. So, mal wenn du irgendwo, weiß nicht, auch scharf lenken musst und dann nach außen gedrückt wirst, musst du immer das Gefühl haben, dass du direkt aus dem LKW rausfällst. Aus dem Jeep. Nee, das wäre mir nix. Wie gesagt, wenn man die ganze Zeit nur im Dschungel fährt, okay. Aber nicht im städtischen Gebiet. Im städtischen Gebiet. Urbanisierung. Und schon ist es wieder dunkel. Also wir schaffen tatsächlich bis 65 mph relativ gut. So, jetzt ist wieder hier ein Stück bergauf. Und da vorne geht es schon wieder bergab. Da sollten wir auch 75 schaffen. Oh, oder die 80. Na, die schaffen wir aber wahrscheinlich nicht. Also selbst 75 wird schon heftig. Selbst bergab. Ah, nee. Da ist der LKW doch zu schwach. Ja, was natürlich auch geil wäre, wäre natürlich, wenn wir hier, ich meine, ich habe ja hier diesen einen Vocaloid-Radio. Oh. Weil ich jetzt gerade auf diesen Tab gegangen bin, hat das Ding auch automatisch gestartet. Ja gut, ja genau, ne, dieses Online-Radio. Aber ich weiß halt nicht, wie es da ist mit Copyright und sowas alles. Wo waren wir gerade? Wir waren bei 17, ne? Achso, nee, das ist, was gerade gehört haben. So. Ja, wäre es schön, wenn wir auch so Radio hören könnten, aber wie gesagt, da ist halt immer die Gefahr mit Copyright und so. Und ganz ehrlich, 105 Lieder. Wow, er hat genau das letzte abgespielt. Lol.
Sollte eigentlich schon genug Abwechslung sein. Zur Not muss ich mal gucken, noch viel weitere Musik. Aber ganz ehrlich, wie gesagt, sollte eigentlich genug Abwechslung sein. Vor allem so schöne Lieder, die wieder mit dabei sind. So, die sind hier alle langsam. Links ist überholt. Eine Scheiße hier. Da habe ich schon LKW, der ewig braucht zum Beschleunigen. Und da muss ich auch noch abbremsen hier. Ist doch kacke. Aber werdet ihr mal einig? Beschleunigt ihr jetzt oder was? Oh, okay, ich bleib links. Wie langsam können die LKW jetzt bloß fahren? Die haben jetzt richtige Trucks. Nicht so wie ich hier. Trotzdem fahren die gerade mal mit 60 mph lang. Das ist doch ein Albtraum. Guck mal, wie wir mit unserem Museumstruck an den vorbeiziehen. Und wir fahren gerade mal 70. Also so sehr war ich jetzt auch nicht auf seiner Spur, dass er direkt abgebremst hat. Wieso ist denn der so runtergebremst? Ich meine, klar, ich habe zwar schon den Mittelstreifen gerade berührt, also hier diesen Strichelstreifen da, aber ich war noch nicht auf seiner Spur. Da habe ich genau gesehen. Naja, wer weiß. So, 70 schaffen wir also schon mal. Oh, so schon mal immer so schlecht hier. Wow. Da war ich meine Maus falsch gestellt? Nö. Naja. Ja, weil der Kleine ist natürlich wieder ein Cap-Over. Das heißt, er hat ein anderes Lenkverhalten und der lenkt irgendwie auch wesentlich stärker als den Truck, den wir sonst haben. Was halt dadurch kommt, also ich meine, er lenkt halt gleich stark, ne? Also die Räder schwenken oder schlagen wahrscheinlich genauso gleich stark aus. Nur dadurch, dass halt der Radabstand wesentlich kleiner ist, weil der LKW halt kürzer ist, hat man bei dem gleichen Ausschlag von der Lenkung halt insgesamt, wie sagt man das, eine viel größere, also oder viel geringeren Lenkradius. Keine Ahnung, ob man das noch günstiger ausdrücken kann, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also ich lenke halt stärker bei der gleichen Lenkung. Ja, je größer der Radstand ist, desto weiter musst du, oder desto stärker musst du halt das Lenkrad bewegen, damit er gleich effektiv lenkt. Und wie gesagt, wir waren jetzt wieder Cap-Over mit einem relativ kurzen Radabstand. Das heißt, er lenkt wesentlich rabiater. Und das merkst du natürlich auch, wenn du die ganze Zeit mit normalen Semi-Truck gefahren bist, im Schnauzer, und dann auch immer wieder Cap-Over fährst, fällt das schon auf. Wow, wir haben 80 km. Wow! Mann, sind wir fast, Digga! Ja, fast ist viel ist hier! Aber warum dürfen wir nur 75 fahren? Muss ich schon wieder abbremsieren, ne? Nö. Ah, da fährt immer noch 75. Hm. Vielleicht sollten wir doch runter auf 75 gehen. Ich dachte gerade, ist hier nur so eine kurze Strecke und dann dürfen wir wieder 80 fahren.
Aber scheinbar hier vorne ist auch wieder 75. Ah gut, dann holen wir mal runter, 75. Ah Mann, ne. Da haben wir gerade schon die 80 erreicht und dann wieder sowas. Eine Dreckskocki. Ja, vor allen Dingen dadurch, dass wir jetzt, also ich meine, wir machen jetzt ein besseres Quicktime-Job. Wie heißt denn das jetzt so? Schnellauftrag, genau. Wir machen jetzt gerade einen Schnellauftrag, das heißt, wenn wir danach wieder unseren LKW nehmen würden, dann müssen wir auch erstmal wieder schlafen gehen. Da ja diese Schlafanzeige, also unsere Müdigkeit, wird bei dem Quicktime-Job ja immer nur beim Antritt der Mission zurückgesetzt. Und nicht beim Ende der Mission. Ja. Das heißt, wir hätten A vor dieser Mission jetzt gar nicht schlafen brauchen. Das war in dem Moment doppelt gemoppelt. Wo wir ausgeruht gewesen wären. Und vor allen Dingen haben wir jetzt, wenn wir jetzt nach dieser Mission direkt eine normale Mission annehmen, wären wir halt auch wieder komplett müde. Also müssten wir erstmal schlafen gehen. Naja. Oh, 3000 Dollar. Unser Istvan D. Und hat er ein Level bekommen? Na los, tell me. Nö, hat er nicht. Was ein Loser. Wie sieht es überhaupt eigentlich aus hier mit unseren Fahrern? Fahrermanager. Gucken wir mal. Die beiden sind ja bereits auf ausgeglichen. Genau. Die beiden haben jeweils noch ein Level. Und er hat natürlich noch ganz viele Level. Okay. Gut. Dann passt ja hier alles soweit. Wobei ich halt nicht weiß, was passiert, wenn ich jetzt die Fahrer auf Fernfahrer lasse und die den Fernfahrer bereits voll ausgemaxt haben. Ob sie dann quasi sich so verhalten, wie als wenn es auf ausgeglichen stehen würde. Also halt einfach die anderen alle nach und nach ausfüllen. Oder ob sie dann einfach das nächstgelegene Item zum Beispiel nehmen und ausfüllen. Also da wäre mal die Frage, wie das denn gemacht wird. Aber naja. Wenn Fernfahrer voll ist, stellt er halt einfach immer manuell lieber auf ausgeglichen, dann weiß ich wenigstens, dass er genau das macht, was er soll. Und nicht irgendwas anderes. Irgendwie ist die Lenkung super empfindlich gerade. Meine Maus ist genauso eingestellt wie sonst immer auch. Warte, nur 70? Manu. Gerade wo ich so schön in Fahrt bin hier. Das ist doch traurig. Oh, 20.000, geil. Siehst du, wie, können wir gucken hier wegen, ne? Du kannst zurück. Und dann haben wir noch, boah, die können bleiben. Müsst doch erstmal bleiben. Da brauchen wir noch ein bisschen. Philipp P. ist im Level aufgestiegen.
Ja, könnten wir uns ja bald mal anfangen, die nächsten Fahrer zu holen, ne? Die nächsten LKW und den nächsten Fahrer. Müssen wir uns ja mittlerweile wieder leisten können, ne? Das klingt doch nach einem Plan. Eben, wenn wir jetzt die Bank. Nee, das wird nicht. Ich habe gerade überlegt, wenn ich die drei zurückzahle und dafür 200 annehme. Aber es kommt nicht hin. Dafür reicht das, was wir als Buffer haben, nicht aus, um das auszugleichen. Na gut. Schade eigentlich. Aber wie gesagt, wir werden dann wahrscheinlich eher wieder zwei weitere nehmen hiervon und dann holen wir uns mal zwei weitere Fahrer, weil zwei Plätze haben wir glaube ich noch frei, ne? Die Garage, die wir... Also nicht unsere Stammgarage, da wo wir früher angefangen haben, aber wir sind ja umgezogen in die andere Garage. Was soll ich gerade erzählen? Ja, genau. Unsere alte Stammgarage, die müsste ja glaube ich gerade voll sein. Da sind ja alle fünf Fahrer drin. Aber bei unserer Garage haben wir glaube ich noch zwei Plätze frei. Wow. Was ist denn hier los? Hat schon enge Kurven, mein Freund. Ja, genau. Und wieder 75. Schießen die Diesel. Ah. Voll die Partymusik gerade, was ist denn los hier? Genau das. Da oben fliegt ein Flugzeug. Und hier unten, hier flieg ich. So, noch 80 Meilen. Schaffen wir das in der Folge locker, ne? Sieht gut aus. Aus. Oh nö. Wow. Da hat sie gerade die Hinterachse weggezogen. Lol. Ja, klar. Alter. Nee, komm. Ich deaktiviere die Umleitungen. Das macht fürs Let's Play keinen Sinn. Entweder wir fahren hier so. Und dann wieder so. Und dann wieder so. Und dann nochmal so. Ja, ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Oder wir fahren so und haben einen riesen Umweg. Das ist doch Bullshit. Wie viel Zeit haben wir überhaupt noch? Haben wir Doppelblinker an hier? Ja. Und wir haben noch, wir hätten noch 16 Stunden, aber da müsst ihr auch erstmal wieder Pause machen, weil wir haben noch 3 Stunden Fahrzeit. Ja, okay, komm. Fürs Let's Play mache ich die ganze Kacke mal aus hier. Wo war's jetzt? Da. So. Kein Bock mehr. Dann können wir das wieder ein bisschen höher stellen. Ungefähr so. Ich versuche den gerade genauso einzustellen wie den Regler hier unten. Ist das gleich? Das sieht aus, als wenn er ein bisschen weiter links wäre, ne? Na, wer weiß. So.
Dann spielen wir mal hier Baustellenfahrzeug, ne? Schönen guten Tag, ich gehöre hier zu. Ich bin der Neue. Ich bin hier, um ein paar Leichen abzuholen. Bei mir passen ungefähr 300 Leichen rauf. Na, wo sind die denn alle? Hallo, die Leichen. Komme ich etwas zu spät? Sind die schon alle weg? Ha. Was denn das? Da liegt ein Auto quer. Also was macht man doch nicht. Oh, ich komme vorbei. Ah, wir kommen vorbei. Oh, geil. Ja, gut. Dann schneiden wir mal unseren Auflieger mit dem Rotor des Hubschraubers auf. Macht man, so habe ich gehört. Und let's go. Wow. Da wird einmal nur das Licht abschalten. So hier. Und ich halte den gesamten LKW ab. Danke dafür. Gut. Weiter im Text. Mann, Mann, Mann. Wie gesagt, mit den Umleitungen wäre halt super cool. Aber auch wenn man die halt wirklich auch sinnvoll umfahren könnte. So macht es halt keinen Sinn. Ja, wenn ich privat spiele, ist mir das sowas scheißegal. Aber jetzt hier. Im Let's Play. Das ist halt einfach dumm. So. Welcome to Phoenix. Okay. Wo ist denn hier Phoenix? Phoenix. Ich hätte leider nicht drauf, wie viele Kilometer das noch sind bis Phoenix. Schade eigentlich. Farmington Road sind eine Meile. Wenn man nach Los Angeles? Hä? Dann bin ich gerade noch auf der Spur nach Phoenix? Jetzt bin ich verwirrt. Exit. Aber gut. Oh, da hinten ist oben. Da. Oben. Und wo ist unten? I don't get it. So, noch 40 Meilen. Das schaffen wir doch hier. Ist mitten in der Nacht, die Straßen sind frei, können wir mal loslegen. Oh, ja. Rechts? Warum denn? Wenn du das sagst. Oh, wieder nach rechts. Hey, wieso keep left? Ah, nee, das ist doch zu früh. Geht ja gar nicht runter, ist einfach nur eine Kurve. Oh, und hier wird es enger. Das ist nicht so gut. Wow. Wo ist denn mit meiner Hinterachse los? Die verabschiedet sich in letzter Zeit so häufig. Habe ich überhaupt noch eine? Und es wird schon wieder enger. Das geht doch gar nicht. Keine Rede. Tank ist fast leer, wir sind fast müde. Es ist dunkel. Jetzt wird bloß noch Regen und noch eine weitere Umleitung. Dann bin ich zufrieden. Prim. Prim. Also die Prime Time. Naja. Ich meine, Prime wird zwar hinten mit E geschrieben und nur einem M, aber hey. Das sind Details, die interessieren keinen. Wie wird das ausgesprochen? Prim ist ja. Wer er denn die deutsche. Die, ja doch, die deutsche Aussprache, aber amerikanisch
Trim. Wie gesagt, Prime ist ja ME. Aber MM? I have no idea. Oh, da vorne ist ja schon ein Ziel. Sehr nice, da ist sie. Wow. Die Straße kam schneller als gedacht. So. Und wir sind am Ziel angekommen. Schöne Aufliege hier. Guckt euch diese an. So, schon will ich auf die Linie fahren hier. So, sollte passen. Boah, Alter, diese Kamera. Perfekt. Ja, schon sehr schnieke. Okay. Abkoppeln. So, ausgezeichnet. Meine Rede. Oh, Alter. Erst wieder die ganzen Bonis bekommen. Und trotzdem 35.000. Naja, weil es halt eine relativ kurze Strecke war. Und wir sind Level 19. Wow. Das heißt, wir können jetzt. Let's go. 5% ist halt die Sachen, die bringen halt kaum noch was, weil es jeweils nur 5% ist. Obwohl hier, das würde noch am ehesten was bringen. Machen wir jetzt mal das hier. Let's go. So, und dann würde ich mal sagen, das war's dann für die Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.